meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space. Und die letzte Folge war sehr, sehr fleischig und sehr, sehr explosiv. Denn das Hilfsschiff, das Militärschiff, was uns eigentlich in den Arsch retten sollte, hat ja dummerweise die Kapsel aufgemacht, die rausgesprengt worden ist, also die Helmut rausgesprengt hat. Und da drin war ja eins dieser Monster. Ja, so ein hartes Monster eben hat alle Leute getötet auf dem Militärschiff. Und dieses Militärschiff ist mit uns kollisiert. Und das ist natürlich scheiße, weil dieses Schiff jetzt auch im Arsch geht. Aber es soll irgendwo noch ein Shuttle geben. Und diese Shuttle versuchen wir jetzt zu erreichen, um das fit zu machen, damit wir uns endlich verschwinden können. So einfach geht das nicht, glaube ich. Das wird noch ein bisschen dauern. Da wird sich jemand bei uns wahrscheinlich im Weg stellen. Ich denke immer an diesen verrückten Professor, der noch rumläuft. Und irgendwas ist hier noch los. Irgendwas ist hier noch los. Seien wir gespannt. Direkt so. Tschüss, ne? Aua! Ah, von hinten? Kleines Pimmelzwergenviech, Alter. Wo müssen wir hin? Da entlang. Ach ja, da sind ja diese Typen. Nochmal speichern? Ach, ich glaube, es wird, glaube ich, dann übertrieben, was? So. Ebene 2 müssen wir hin, ne? Ich glaube, weil Ebene 1 sieht wohl nicht so aus, als könnten wir da hin. Weil wegen kaputt oder was? Wer sappelt denn da? Ich finde ja gut, dass die ganzen Aufzüge alle TÜV geprüft sind, ne? Und auch, dass die ganzen Sicherheitsanweisungen hier eingehalten worden sind, ne? Das gibt mir ein Gefühl, auf einem sicheren Raumschiff zu sein. Komplett sicher. Hier kann mir einfach nichts passieren, solange ich mich in diesem Aufzug befinde. Was? Kommt das Viech wieder, was? Oh Gott! Alter, was ist denn das? Also es gibt auch richtig lästige Monster hier in diesem Spiel, ne? Und wir machen gerade wie so ein Buckelwal. Aber nix hier wieder standbar. Kannst du vergessen, Kollege. Was? Oder dieses Kampfschiff hat was mitgebracht. Hat sich da irgendwas Fettes entwickelt oder so. Ich meine, irgendwie hat das hier auch mal angefangen und hat sich sowas von Fetten entwickelt. Okay, wohin? Einmal in den Job rein, wir können Dinge verkaufen. Ich hätte gern Schema Stufe 5 Rüstung. So, lass uns was verticken, Digga. Midi-Pax groß, Midi-Pax Mittelhalbleiter, das nehmen wir verkaufen. Ja, Gold. Ah, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher, ob ich hier was. Ach, den Rest finde ich eigentlich ziemlich cool, was wir so haben. Was sagt eigentlich unsere wir sollten das Plasma-Kater-Munition noch kaufen. Oh ja, im Allgemeinen sollten wir uns mal echt mal Munition kaufen. Jetzt sollten wir echt mal einkaufen hier. Plasma-Energie. Impulsprojektile. Hm.
haben wir jetzt davon? Wahrscheinlich jede Menge. Ich finde es hier übersichtlich, wenn ich hier drauf gucke. Ja, nun auch nicht so viel, ne? Pass auf, wir verkaufen nochmal diese Strahlengeschichte. Aber ist das Strahlengewehr gleich ganz verkaufen, was? Aber bevor wir hier nichts mehr haben, ist natürlich auch scheiße dann, ne? Wo sind diese Strahlendingens da genau? Ich finde die Laserkanone echt scheiße, muss ich auch ehrlich sagen. So, wir nehmen jetzt noch einmal ein paar Mal Munition für den Plasma-Cutter mit. Und für den Impulsprojektile. So, jetzt haben wir echt für 40.000 Munition gekauft. Ich glaube, so ein bisschen sollten wir erstmal damit auskommen, was? Ja, sieht gut aus. Gut. Was? Ja. Ach, oh, nee. Die Geschwülste einfach rumkrabbeln, einfach widerlich. Einfach nur widerlich. Ihr seid widerlich. Geh weg, du aufgerissenes Ding. Oh, wir müssen hier wieder zurück, wa? Ne, gar nicht. Wir müssen genau hier und dann. Achso, die Common Rail oder was? Ja, alles klar. Mal gucken. Abgeschlossen. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ja, immer. Definitiv immer. Jetzt aber. Ja, genau hier. Annehmen. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. War gruselig aus, der Schatten das längst flüschelt, ne? Warte mal, wo sind wir jetzt genau? Waren wir schon mal? Ja, hier waren wir schon nicht. Was weiß ich. Isaac? Gut, Sie haben es reingeschafft. Ja. Hören Sie, ich habe gerade den Munitionsbericht der Wähler gefunden. Ich glaube nicht, dass Ihre Anwesenheit hier ein Zufall war. Sie sind auf keiner Aufklärungsmission oder Patrouille. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet, wie für einen Krieg. Verstehen Sie, was ich sage? Ja. Isaac, ich habe ihn schon wieder verloren. Kein Signal von Hammonds Rig. Finde diesen Singularitätskern und dann verschwinde das. Ich frage mich, wenn das denn so ist, ne? Wenn das wirklich so ein Kampfeinsatz gewesen ist. Warum haben sie sich denn so einfach so leicht übertölpeln lassen? Von einem Tier aus dem Dings. Wenn die bis an die Zähne bewaffnet sind, hätten sie doch da irgendwie was machen können. Das Ding hätten sie doch locker ins All blasen können oder was. Habe ich Knoten? Ne, ich glaube, ich habe keine Knoten, ne? Ne. Dann bringt das hier ja nichts. Die Sonne scheint jetzt gerade extrem doll, Alter. Genau hier rein. Komisch. Wir wohnen im Norden. Der Happy wieso hat nicht wie Sonne. So, das ist, damit sind wir ja versorgt. Ich brauche unbedingt nochmal dieses Schema Stufe 5 Rüstung, hätte ich mal gesagt. Klamotten. Das wäre sehr, sehr nice und würde mich total freuen. Ist das hier sowas? Kriege ich das hier? Aha. Das heißt wohl, wir werden hier gleich in der Schwerelosigkeit sein. Oder zumindest. Ja, mach doch die Tür auf. Ach, herrje. Das ist also das andere Raumschiff. Antritt Schwerelosigkeit. Gott, die Frage ist... Eine der Bordwaffen der Wähler ist beim Aufprall aufgeplatzt. Diese grünen Kugeln, die du siehst, sind extrem radioaktiv und die Schleuse der Wähler ist dicht. Du wirst die Dinger ins All befördern müssen, bevor du ins Schiff kannst. Wir müssen ins Schiff? Sauerstoff. Okay. Diese Grünkügel müsste ich ins All befördern. Und wo ist All? Muss die kaputt schießen.
Das ist nicht gut, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Isaac. Oh nein, was macht ihr denn jetzt hier? Oh. Muss ich am besten von der anderen Richtung irgendwie ins All befördern. Wo sind die Kugeln? Wo sind die Kugeln denn jetzt alle hin? Ja. Ey, zieh den Vogel doch bitte. Radioaktives Material entfernt. Radioaktives Material entfernt. Ey, was bummst hier heftig? Au! Nein, 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 nein. Schon spannend, wie viele Munition die einfach verballern, ne? Au! Wir sind noch gar nicht fertig damit, da ist noch mehr radioaktives Material reingekommen. Weg da. Hey, du Alien. Alien. Menschliches, totes Ding. Oh. Wo war das nochmal? Oh, noch mehr. Wo ist denn nochmal diese Schleuse hier? Hä? Bin ich jetzt voll bekloppt? Ich hab gerade die Orientierung komplett verloren, Alter, ehrlich. Das ist ja echt eklig. Ich hab die Orientierung voll verloren. Da sind auf jeden Fall noch mehr solche Kügelchen. Oh, scheiße. Dahin? Ja, du mich auch. Achtung, Strahlungswerte gefährlich hoch. Sicherheitsverschluss eingeleitet. Oh. Alter Mann, ich mach doch hier auf diese... Achtung, Strahlungswerte gefährlich hoch. Sicherheitsverschluss eingeleitet. Boah, Digga, Alter, ehrlich. So. Wo ist dieses Fuck-Ding hier, ey? Ich hab mich total verfranst. Achtung, Strahlungswerte gefährlich hoch. Sicherheitsverschluss eingeleitet. Wo ist denn jetzt diese Luke, verdammte Kacke? Da ist ein Kackkügelchen. Ich habe die Orientierung komplett verloren. Das ist ja ätzend. Das passiert mir sonst nie. Dieses tausendmal hin und her fliegen, das geht mir echt total auf den Keks, Alter. Ehrlich, wo sind wir denn jetzt hier? Wenn wir jetzt nur verrecken, weil wir hier ins... die Orientierung verloren haben? Wir sind im Raumschiff, kann das sein? Oh, Leute! Sind wir im Raumschiff jetzt hier da? Ich weiß es nicht. Kann doch nicht sein. Ich finde mich auch nicht mehr zurück. Da ist diese Leiche. Drei Kugeln sind auf jeden Fall noch. Aha, jetzt bin ich wieder da. Jetzt bin ich wieder im Geschäft. Radioaktives Material entfernt. Radioaktives Material entfernt.
radioaktives Material entfernt. Noch mehr? Boah, das ist noch gerade gekribbelt. Da oben. Da müssen wir mal oben hin. Nochmal flott. Oh, da kommen wir gar nicht ran. Wieso kommen wir denn da nicht ran? Eben gerade wären wir da rangekommen. Da, jetzt haben wir es. Strahlengefahr gebannt. Sicherheitssperre geöffnet. Okay, und wo jetzt hin? Da hinkommen. Wie soll ich denn da ins Schiff reinkommen, hör mal? Oh, was ist denn da hinter mir? Weg da. Aha. Ist das das, da wo wir rein können im Schiff? Mal gucken. Sieht ganz danach aus. Ach, die geht's halt ab, Alter, ehrlich. Hier hat ja was stattgefunden. Super, ist ja auch nicht viel besser als von einem anderen Schiff. Im Maschinenraum am Heck des Schiffes sein. Ich sehe massive Schäden, du musst dir also eventuell einen anderen Weg suchen, um hinzukommen. Erstmal speichern. Tod bei Ankunft. Ja, das ist ja ein tolles Kapitel. Das Ding, da. Ich glaube, hier werden wir es erstmal nicht brauchen. Guck dir mal diese Scheiße an. Hier, die haben noch einen halben Kopf und da krabbelt Gehirnzeug raus. Diese Infektion stellt irgendwas Seltsames mit den Soldaten an. Sie alle hatten Ausrüstungen mit eingebauter Stase-Einheit. Und die Infektion scheint die Stase mit dem Fleisch verschmelzen zu lassen, wodurch sie schneller werden. Verdammt schnell. Also, Vorsicht. Alles klar. Aha. Okay. Wow, wie schön, wenn immer irgendwas nicht funktioniert. Ah, da. Ein Plasma-Cutter. Alter, man krillt die Nase gerade. So. Damit du da weiterkommst. Aha. Und noch mehr? Alter!
Hör mal. Macht so etwas nicht mit mir, ja? Mal da durch? Ja. Ja, 2 Zentimeter im Weg hängen. Aha. Will ich verkleinern. Ja, nimm mal mit. Nimm mal. Ist schon gut. Okay, wo müssen wir hin? Alles klar. Let's bring back here. Ach, Mach uns wieder los. Was ist das? Ach, scheiß doch auf diese Strahlenlaser-Dingens-Geschichte, ey. Ehrlich. Ihren Standort an, aber offenbar kann ich sie nicht erreichen. Dieses verdammte Schiff wurde fast in 2 Hälften gerissen. Ich habe es auf die Brücke geschafft. Es ist schrecklich hier. Diese armen Schweine hatten nicht die Spur einer Chance. Ich werde alle Türschlösser deaktivieren, damit sie zum Maschinenraum durchkommen. Wir sehen uns dann dort. Alter Schwede. Spannung, Spannung, Spannung. Ja. Aber überall funktioniert die Elektrizität. Hab ich gerade gesagt. Und dann... Ich hasse diese Flatter. Alter, wie der ausblutet einfach, ne? Wo müssen wir denn hin? Unbedingt da durch, wa? Da ist aber die Sicherung gerade durchgeballert. Das ist der Aufzug. Schön. Hier gibt es auch Aufzüge. Also muss man vorstellen, dieses Kriegsschiff ist nur halb zu groß, nicht mal zu groß. Ich muss mit Ihnen reden. Okay. Mein Name ist Terence Kine. Dr. Kine. Wie ein Doktor. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Wenn Sie das Shuttle wirklich reparieren können, dann gibt es eine bessere Verwendung dafür, als zu flüchten. Sie müssen verstehen, die Kräfte, die hier am Werke sind, sind gewaltiger, als Sie es sich vorstellen können. Wenn Sie jetzt weggehen, dann verurteilen Sie die ganze Menschheit zum Tode. Der Planet wird niemals innehalten, es sei denn, der Marker wird zurückgebracht. Verstehen Sie denn nicht? Die Kirche hat Unrecht. Das ist alles eine Falle. Ich habe es gesehen. Bitte, mir helfen. Aha. Skurril, skurril. Aber ich will hier nicht mehr länger sein. Was? Können wir nicht abknallen? Können wir nicht abknallen. Ein Stück Mensch. Naja, er klebt an der Decke wegen den Gravitationsplatten. Das ist aber nicht schön. So will ich auch nicht sterben.
vor allem, man kann ihn nicht mal lösen, ne? Ja, schon die Türen aufmachen. Oh. Das hat er mal so spontan überlebt, ja? Eine Explosion. Oh. Eine Explosion vom Knubbelarm. Wow, haben wir nicht mehr Munition mehr für diese Dings? Okay, wir brauchen eine Plasma-Cutter. Alter! Oh, mal aufladen, ne? Haben wir Knöten? Jetzt schon. Mal ganz kurz mal die Items einsammeln. Ah ja. Was? Boah, nicht, dass ich mich erschrocken habe oder so, ne? Warum schreit denn die blöde Kuh so? Stell dir mal vor, ich wäre in der Werkbank gewesen. Und dann wäre die angekommen. Ist doch nicht mehr ganz dicht im Kopf, wa? Spinnt ja wohl. Haben wir nur einen Knoten gehabt? Ich dachte, wir hätten noch mehrere gehabt. Ne, wir wollten sowieso die Impulskanone ein bisschen flotter machen. Hier spricht Commander Cadigan. Wir haben Feinde an Bord. Das ist keine Übung. Feinde sind außerirdischen Ursprungs. Wiederhole, außerirdisch und extrem gefährlich. An alle Crewmitglieder, Waffen bereithalten und nach Ermessen schießen. Was? Ach, das ist ein Schießstand. Alles klar. Nee, ich verball ja doch keine Munition dafür. Ich erlöse dich! Oh mein Gott, kann ich nicht. Jetzt erlöse ich dich! Gott sagt, wenn du das eine Bein verlierst, verliere auch das zweite Bein! Nun bist du eins mit dir. Ich habe dich gerettet, mein Sohn. Oh, scheiße, ha? Das ist jetzt echt blöd, ne? Ah! Sagt denn unser Vorrat? Was für wichtige Dinge haben wir hier? Unwichtige. Wir haben so viele Medipacks im Start, Alter. Komm, lass mal ein paar droppen. Oder verkaufen. Aber wenn wir hier mal einen Shop finden würden, ne? Medipack-Schema, ey. Ist auch blöd. Ah!
Komm schon, Leute, komm schon. Machen wir mir die Packs. Kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Boah, komm. Boah, ich dachte schon gerade, war so ein Viech. Ich muss ja irgendwas droppen, das bringt sonst nichts. Ich brauche mehr Munition jetzt gerade tatsächlich. Man sieht hier, was für eine Scheiße abgeht, ey. Was? Was habe ich jetzt mitgenommen? Wieso denn das? Ich habe davon kaum welche. Ach Leute, wir müssen unbedingt... Jetzt weiß ich, was ich mitgenommen habe. Der hat diesen beschissenen Medipack wieder mitgenommen, der Idiot, ey. Warte mal. Drop mal den. So. Genau. Total spannend hier. So, ihr Mäuse. Und das war's auf jeden Fall für heute. Wir können hier speichern. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal im Geisterschiff des Horror. Geisterschiff Nummer 2. Ghost Ship, Ghost Town, Horrorspiel, Schiff des Todes, Event Horizon. Ciao.